Lüpertz ist für mich der wichtigste Maler. Er ist großartig und ich bin froh, dass ich einen Maler hier zeigen kann, in dieser Qualität, von diesem Rang. In der übernächsten Woche öffnet er seine Einzelausstellung in der Eremitage in Petersburg. Jetzt läuft gerade was in Bilbao. Also er ist überall unterwegs, wird überall gezeigt und eben auch in Bremen in der Galerie Ohse. Er ist ein kluger und sehr engagierter Mensch, der was zu sagen hat, der nicht schwätzt, der die Sache auf den Punkt bringt und wirklich überzeugend auftritt. Und das, was er verkauft, also seine Kunst oder seinen Glauben, auch lebt. Ich habe nie irgendwo gesessen, dann fiel mir plötzlich was ein und dann bin ich ins Atelier gestürmt und habe das gemacht, weil ich immer arbeite. Es ist bei mir also, irgendwann ist das mal wie so ein Perpetuum mobile. Irgendwann ist das mal angestoßen worden und hört dann nicht mehr auf. Also ich muss mir nie Gedanken machen, was ich male, weil ich immer irgendwas im Kopf habe, weil ich immer mit etwas beschäftigt bin, weil ich immer etwas vorhabe. Also ich muss nicht auf irgendeinen Einfall oder eine Inspiration warten. Die Inspiration ist mir irgendwie mal, ich sage das immer so etwas polemisch, das ist ein Daumendruck vom lieben Gott gegeben worden. Du bist jetzt Maler, nur streng dich an und mach. Kunst ist was ganz Elementares. Man ist Künstler. Das wird man nicht, da wird man nicht irgendwie zu erzogen, sondern man ist das. Und dann stellt man sein Leben darauf ein, es zu sein, erstmal zu werden und dann zu sein. Ich würde es gerne mal konkretisieren. Hinter mir hängt Lot, die Frau zur Salzsäule erstarrt und Lot, der von Sodom wegschaut. Warum dieses Thema und vor allen Dingen, wie gehen Sie dann daran, wenn Sie von einem solchen Thema durchdrungen sind? Also grundsätzlich bin ich ein abstrakter Maler. Alles, was ich male, interessiert mich nicht. Wenn ich einen Stahlhelm male, dann male ich einen Stahlhelm, weil der mich formal interessiert hat. Und dann erzählt der Stahlhelm seine Geschichte. In der gleichen Zeit habe ich auch einen Gugelhupf gemalt. Nicht? Also das ist insofern, ich bin für die Motive nicht verantwortlich. Die Motive sind Gegenstände, die mir begegnen, weil sie mich aus irgendeinem Grunde formal oder interessieren. Diese weiße Figur ist eine griechische Skulptur, die mir irgendwie auffiel, der ich begegnet bin. Und sie ist dann plötzlich in Bildern aufgetaucht und damit kriegt sie dann ihre Geschichte, ihre Legende und fängt an, sich über selbst was zu erzählen. Dann gibt es eine ganz bestimmte Landschaft, die dazukommt, dann gibt es einen anderen Gegenstand, der dazukommt. Und dann kann ich mich dann hinsetzen mit Ihnen oder mit irgendjemandem und sagen, wie nennen wir denn das Bild? Das Bild, der Titel hat keine Bedeutung, außer dass es ein Eigenname ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass er eine ganz bestimmte Atmosphäre erzeugt. Lüpertz' Kunst ist sehr expressiv, hat eine hohe malerische Qualität. Es gibt eine Botschaft, mit der man sich auseinandersetzen kann. Und es hat eben auch von der Art und Weise, also zeigt es ein ganz hohes künstlerisches Niveau, eine Beherrschung der Technik. Es ist nichts gefriebelt oder gebastelt. Das ist aus einem Guss. Es lebt. Es ist, man sieht die Arbeit, die Hände, die das Werk schaffen. Und deswegen ist es lebendig. Also das Bildermalen, das Skulpturen machen, ist für mich jeden Tag und immer wieder ein neues Abenteuer. Und deswegen bin ich eigentlich in der glücklichen Situation, etwas zu machen, was ich machen will. Ich kann es mir leisten, das zu machen. Und ich kann das Leben leben, was ich mir vorgenommen habe zu leben. Und deswegen bin ich eigentlich in einer guten Situation. Jetzt brauche ich noch viele Jahre, jetzt brauche ich noch viel Gesundheit, nicht? Ein langes Leben. Und dann werde ich schon was hinlegen, wo die Leute ins Staunen kommen. Es ist wunderbar gelaufen, es waren sehr viele Besucher da und Herr Lüpertz war wie immer in Topform. Herr Odenthal hat ihm die richtigen Fragen gestellt und deswegen war es eine runde Veranstaltung. Mehr kann man sich nicht wünschen. Das ist eine schöne Galerie mit einer schönen Ausstellung. Es sind Arbeiten von mir, ich mag die Arbeit und hat das gut gemacht. Und mal sehen, wie Bremen darauf reagiert.